Da bin ich wieder. Ich bin der Hauser Solo. Und heute habe ich gedacht, ich erzähle euch ein bisschen was aus meinem Leben oder ein bisschen was von mir. Und da möchte ich euch ein wenig von meinen Angewohnheiten erzählen. Jeder Mensch hat ja so Angewohnheiten, die man nicht mehr los wird. Man kann sie auch einen Macker nennen oder so. Und ja, meine Macke, die erste Macke oder die erste Angewohnheit, die ich erzählen will von mir, die ist ein wenig lustig, weil die habe ich eigentlich erst entwickelt, nachdem es mir einer erzählt hat, dass er die Angewohnheit hat. Und dann habe ich sie plötzlich übernommen. Das ist schon ein wenig lustig. Und zwar ist das, wenn ich Fernsehen gucke. Und der Fernseher hat ja einen Lautstärkeregler, gell? Da kann man ja laut und leise machen. Und der Lautstärkeregler hat immer eine Zahl, die ist nummeriert, der Lautstärkeregler. Und jetzt, bei mir ist es so, dass wenn ich Fernseher gucke und Lautstärke ändere, dann muss die Lautstärke immer eine gerade Zahl haben. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ihr verstandet schon. Und ich bilde mir auch ein, dass wenn sie auf eine O-gerade Zahl ist, dann ist sie einfach nicht perfekt. Und angeblich, also ich bilde mir ein, dass ich es auch höre, dass es auf eine O-gerade Zahl ist. Also wenn ich in den Raum reinkomme und meine Mitbewohnerin guckt Fernseher und da ist irgendetwas komisch, dann muss ich die Lautstärke nachgucken und dann ist die tatsächlich auch gerade und dann ändert die auf eine gerade Zahl. Das ist die eine Angewohnheit. Die andere Angewohnheit, die andere Macke von mir ist, die habe ich schon länger, die habe ich von niemandem abguckt. Wenn ich meinen Kaffee trinke, dann trinke ich den Kaffee mit Milch. Aber keiner darf mir die Milch in den Kaffee tun. Die mache ich mir selber rein. Und das ist bloß ein Schluck Milch. Und der Kaffee wird auch nicht umgerührt. Also wenn man einen Kaffee macht und ich sehe, wie er da Milch rein macht und dann rumrührt, ich trinke den Kaffee. Sehr ja blöd, wenn man den wegschmeißen würde, wenn der umsonst gewesen wäre. Aber den kann ich nicht so genießen, wie den Kaffee genießen kann, den ich mir selber mache. Also bloß ein bisschen Milch und bloß nicht umrühren. Ja, was habe ich noch vor der Macke? Ich bin um 9 Uhr im Geschäft, dann hole ich mir einen Kaffee. Und um 12 Uhr muss ich essen gehen. Wenn ich um 12 Uhr nicht essen gehe, dann kriege ich schlechte Laune. Und das wissen auch meine Kollegen. Deswegen schicken die mir immer um 12 Uhr, sagen sie, Hauser, jetzt gehst du mal besser essen, sonst kriegst du schlechte Laune und das wollen wir nicht. Ja, also ich sage auch immer, ich bin Mittagsessen autist, weil ich immer Punkt um 12 Uhr kriege Hunger und dann muss ich essen gehen, sonst. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Wir kennen ja die Werbung wahrscheinlich. Und es ist sogar so, dass wenn ich gar keine Uhr habe oder wenn ich in einem Meeting bin oder so und ich habe keine Uhr dabei, ich weiß, wann es 12 Uhr ist. Das weiß ich halt einfach. Und dann wäre ich auch ruhig. Und da sind schon Meetings abgebrochen worden wegen mir, weil sie gesagt haben, so, das bringt jetzt nichts mehr, der Hauser kann nicht mehr zuhören, der muss jetzt erst einmal etwas essen gegangen. Und nach dem Mittag haben wir dann das Meeting wieder weitergemacht. Das ist halt bei mir so. Das ist nur eine Gewohnheit. Ich habe, glaube ich, gar nicht so viele. In der S-Bahn oder in der U-Bahn oder so ein Stroh, da muss ich eigentlich immer in der Fahrtrichtung sitzen. Also ich kann auch in die andere Richtung sitzen, aber richtig wohl fühle ich mich erst, wenn ich in Fahrtrichtung sitze und am Fenster. Da kann ich hinausgucken. Ich fahre eine Stunde zur Arbeit mit der S-Bahn
Und viele Leute sagen, der lest doch ein Buch oder hör Musik oder so, aber das brauche ich gar nicht. Ich kann da so super nachdenken, wenn ich in Fahrtrichtung sitze und zum Fenster rausgucken kann. Da kann ich super nachdenken und ja, da gibt es eine gerade Zahl bei der Lautstärke. Wenn ich ein Buch lese und ich höre auf, also man liest es ja nicht komplett durch, dann kann ich auch immer bloß auf einer geraden Seite aufhören. Also am Ende, also ich lese dann immer bis zum Ende der geraden Seite. Da mache ich mein Buchzeichen rein. Und dann weiß ich beim nächsten Mal, du hast bis zum Ende der geraden Seite gelesen. Und dann liest du vielleicht nochmal den letzten Satz und dann kannst du weiterlesen auf der nächsten Seite. Ja. Ich wollte euch so viel erzählen, aber jetzt fällt mir keine mehr ein. Das ist schon ein wenig lustig. Eine habe ich noch. Wenn ich esse, aber das machen viele. Und du hast deinen Teller vor dir standen. Und auf dem Teller sind verschiedene Dinge, wie Fleisch, Gemüse, Reis und was auch immer. Dann esse ich immer erst das, was ich nicht so mag. Und dann kommt das, was ich lieber mag. Aber das machen, glaube ich, viele. Und eigentlich, das ist in den Videos mit euch noch gar nicht so aufgefallen, aber eigentlich habe ich ein Lieblingswort, ein schwäbisches Lieblingswort. Und das habe ich mir ein wenig abgewöhnt, weil ich hier in Berlin eigentlich nicht so viel Schwäbisch schwätze. Aber jetzt mit euch, und das Wort ist fei. Das kann man fei überall einsetzen und das ist fei ein echt tolles Wort. Was auch immer das so richtig bedeuten mag. Und ich weiß gar nicht, wie man das schreibt, fei. Wisst ihr das fei, wie man fei schreibt? Und das ist einfach, das habe ich früher fei ständig benutzt. In letzter Zeit habe ich das fei nicht mehr so häufig benutzt, aber das ist eigentlich mein Lieblingswort, fei. Yeah. Und ich glaube, das war's fei für heute. Vielleicht fällt mir ja nochmal über Urgewohnheit ein, aber ich wollte heute einfach ein bisschen etwas erzählen von mir, weil ich in letzter Zeit wenig Videos gemacht habe und ich habe halt voll wenig Zeit. Aber ich habe euch nicht vergessen und ich will immer noch weitermachen. Es macht Spaß mit euch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nicht bloß das macht, was ihr da auf dem Schild steht, dass ihr ein Like da lasst und ein Abo. Ihr könnt ja auch mal kommentieren, was ihr so denkt von mir und was ich sonst noch von was ich sonst noch so erzählen sollte frei. Und ja. Jetzt setze ich mir meinen Hut wieder auf und jetzt wisst ihr mittlerweile immer, wenn ihr mal meinen Hut aufsetzt, ist das Video vorbei eigentlich, gell? Das ist die nächste Urgewohnheit für die Videos der Hanna. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Im Moment regert es der Hanna, aber mal gucken, wie es weitergeht. Und ich wünsche euch etwas. Ade.